Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR und Gaming. Und heute habe ich euch eine Verbesserung für die Pico 4 mitgebracht, und zwar ein Headstrap von der Firma Cyber VR. Ist ein chinesisches Unternehmen und ja, ich liebe meine Pico 4 ja, aber ich bin, wer mein Review gesehen hat, noch nie so ganz glücklich gewesen mit dem Headstrap. Und ja, meiner Meinung nach, ich müsste noch viel, viel mehr anziehen, anpressen, damit das vernünftig hält. Aber ja, auch die hintere Platte gefällt mir nicht so ganz gut. Es ist okay, aber es ist nicht so ein Komfort, wie ich mir eigentlich wünsche. So, und jetzt packen wir das Ganze mal aus hier von der Firma Cyber. Und ich zeige euch ja gleich auch die Homepage und wie ihr es bestellen könnt und so weiter. Und ja, hier haben wir einmal, da sind zwei Teile dabei. Einmal diese Platte, die man ja hinten dran macht, die hält dann hier den Hinterkopf und ja, ist ungefähr dasselbe wie bei der Quest, das Elite Strap, zeige ich euch mal ganz kurz. Na, wie wir sehen, ist schon sehr ähnlich und ich finde das sehr, sehr gemütlich, das Elite Strap für die Quest. Und ja, das erfüllt den gleichen Sinn. Ich habe es jetzt schon ein bisschen getestet und einfach super, super komfortabel. Und ja, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass es ein bisschen besser hält als vorher. Das Ganze wird einfach hinten auf die Pico gesteckt. Hier haben wir so kleine Haken. Und ja, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wird einfach hinten dran gesetzt. Und dann einfach aufgeklickt. Na, der hintere will jetzt nicht so wirklich. So. Und dann sieht man, wie das hinten hier überall auch schön hält. Und ja, wer jetzt damit schon zufrieden ist, kann es natürlich so lassen. Aber wir haben auch noch ein Kopfband dabei aus, ja, so ein Kunstleder, und es ist ziemlich weich und dick, ist auch abwaschbar, genau wie die hintere Kopfplatte abwaschbar ist. Und das ist ziemlich wichtig, meiner Meinung nach, weil man möchte ja auch damit ja einige VR-Sport-Sessions machen, und dafür ist es echt enorm wichtig. Ja, das kann man dann auch noch montieren. Ist einfach erstmal Demontage des alten Riemens, einmal hier raus, durch diese Lasche rausziehen, und dann muss man das Facecover einmal entfernen. So. Und dann kann man hier diesen Haken rausnehmen und den Haken hier, haben wir den ja auch, den setzt man einmal wieder hier an, klickt den auch unten ein. Wie wir sehen, hier ist so eine kleine Nase hier. Und da wird es dran gebaut oder gesteckt. Dann kommt das Facecover wieder drauf. So, damit hält dann auch diese kleine Klammer, ansonsten hält die nicht. Und dann wird einfach hier hinten so durch diese Lasche gezogen und fertig ist. Jetzt ziehe ich das Ganze mal an. Der Nachteil, den wir jetzt haben, man kann nicht mehr so einfach reinschlüpfen, weil man hier natürlich jetzt ja einen größeren Raum braucht. Aber man kann irgendwie, ich ziehe mal meine Brille aus, weil ich ja eh die Linsen drin habe. So. Und ich brauche jetzt auch nicht mehr komplett anziehen, es ist so fest. Und ich habe jetzt ein viel besseres Gefühl, dass ich hier ja, mich besser bewegen kann. Hinten das Kopfband kann man natürlich anpassen, wie man möchte, ob man fester ziehen möchte oder eher lockerer. Und es liegt echt extrem bequem auf, ist schön gepolstert und ja, erlaubt dadurch auch längere Sessions. Ich bin bisher echt begeistert. Es ist ein neues Gefühl von neues Spielgefühl mit der Pico, muss ich sagen. Und so sieht das Ganze dann fertig montiert aus. Hier den dickeren Kopfriemen und dann halt hinten
hier hinten die Platte und dadurch ist das so dermaßen extrem bequem, dass ich ja, mich echt freue, dass ich dieses Set jetzt habe. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das bestellen könnt, wie ihr mich dann natürlich auch unterstützen könnt. Und ja, das geht einmal über die Seite hier, Zyber VR. Und die haben verschiedene Dinge für alle VR-Headsets, wie wir hier oben sehen. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei diesem Headstrap. Und ja, da gibt es einmal einen Link, in dem ihr mich dann unterstützen könnt. Und wenn ihr den anklickt, ja, habe ich auch was davon. Ist ein Affiliate-Link, wie man den sonst so kennt. Und dann gibt es auch noch einen Coupon-Code, der heißt Tupac VR einfach. Schreibe ich aber alles unten in die Beschreibung rein. Und damit bekommt ihr 20% Ermäßigung und könnt darüber dann bestellen. Gilt aber dann auch für alle Sachen, die ihr hier bestellt. Wenn ihr noch andere Sachen seht, die interessant für euch sind, könntet ihr darüber auch bestellen und bekommt 20%. Also alles unten in der Beschreibung. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt in diesem Shop nicht bestellen wollt, könnt ihr das hier rüber machen. Es gibt aktuell einen 15% Coupon. Dann seid ihr bei 31,44, glaube ich, habe ich eben mal kurz ausgerechnet. Und ja, das könnt ihr auch über den Link unten machen, den ich eingesetzt habe. Ist auch ein Affiliate-Link. Damit unterstützt ihr meine Arbeit und ja, ist eine Win-Win-Situation. Ja, das einmal dazu, also einmal bei Zyber selber bestellen oder bei Amazon. Und dann können wir uns mal ganz kurz anschauen, was Zyber für die Pico 4 noch hat. Und ja, hier, das ist interessant, finde ich, so ein magnetisches VR-Battery Pack, was an die Seite gesteckt wird. Und ja, man kann es dann über Magnet fest dran machen oder wieder abnehmen und kann auch schnell gewechselt werden. Ist natürlich auch interessant. Finde ich jetzt auch nicht zu teuer, $23. Gehen wir mal ganz kurz nochmal hier drauf ein. Genau, easy to clean. Dann haben wir hier das Ganze, was ich euch eben noch gezeigt habe. Ja, und ich finde, es ist eine echte Verbesserung für die Pico. Ich kann es euch nur empfehlen, aber es gibt verschiedene Anbieter, die Modifikationen für die Pico 4 gebaut haben. Ich hoffe, ich kriege in der nächsten Zeit noch andere Sachen zum Testen. Aber das ist erstmal so, was ich euch zeigen kann und was ich auch gut finde. Ja, und wie ihr hier seht, hier gibt es so viel Accessoires, auch für die anderen Sachen, PSVR 2, Quest 2 und so weiter und so fort. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr benutzt meine Links, damit ich auch was davon habe und könnt ihr euch gerne mal ja, unten in die Kommentare eintragen, was ihr davon haltet. Habt ihr eventuell schon Modifikationen für die Pico 4? Gerne mal reinschreiben, was ihr so habt an Dingen und was ihr alles so geändert habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr das reinschreibt. Schreibt einfach nur rein, keine Links, weil die werden leider dann von YouTube, glaube ich, automatisch gelöscht. Wenn Kommentare mit Links kommen, werden die gelöscht. Ist ein bisschen blöd. Habe ich öfters, dass Leute mir irgendwas schicken und ich kann dann auch nicht mehr sagen, freigeben oder nicht. Es wird einfach gelöscht. Ja, wie gesagt, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich jetzt auf ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, wenn ihr das gut findet hier, dann könnt ihr euch gerne die Links anschauen, bestellen und mich darüber dann unterstützen. Aber wie gesagt, wenn ihr auch nicht so ganz zufrieden seid mit eurem Pico 4 Headstrap, das ist eine mega Verbesserung. Und ja, ich kann es jedem am Herz legen, das so zu kaufen. Okay, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.